So, guten Morgen, Leute. Seid ihr ein bisschen zu spät heute dran? Darf euch begrüßen zu einem Werkstatttag. Ich habe nämlich eine zweite Bremse im Angebot und die sollte hier an dieses Rad montiert werden. Und weil ja heute, in meinem Augenblick, ist die Sonne gerade mal ein bisschen am Lächeln, aber die war heute Morgen auch schon am Weinen und ist kräftig. Wird wohl anscheinend heute auch nicht besser. Von dem her habe ich gedacht, komm, geh ich mal hin, mach die zweite Bremse dran, dass das Thema endlich erledigt ist. Weil, ja, man hat ja gesehen im Fahrversuch letzte Woche, dass das eben mit einer Bremse doch etwas mager ist, die Bremse permanent am Ratsche, beziehungsweise nicht am Ratsche, sondern das Rädle permanent am Stehe war. Und das ist ja nicht so ideal. Deswegen habe ich hier gerade noch einmal so eine Bremse gekauft. Die Bremse sind vollends ausreichend jetzt für diese Gewichtsklasse. Vor allen Dingen, ich habe aber hier auch in der Konstruktion nicht jetzt die Möglichkeit, groß V-Break anzubauen. Ich hatte mir zwar hier schon diese Balkenschuhe besorgt, das hatte ich am Ranger. Das würde wohl auch hier neu passen in meine Öffnung. Mit einer kleinen Änderung wäre das jetzt kein Thema. Müsste mir dann halt hier die Bremspunkte wieder dran bauen. Aber erstens mal kriege ich hier wieder mehr Gewicht zusammen. Punkt 1 und Punkt 2. Man müsste halt wieder rumschweißen und dann muss ich erst wieder V-Break besorgen. Wir machen es jetzt einfach anders. So, also, dann zeige ich euch das kurz, wie ich das vorhab. Könnt ihr euch das angucken? Und ja, dann gehen wir mal froh und munter los. Vorbereitet ist schon Material. So, nun seht ihr also hier den Unterboden. Jetzt habe ich ja hier mir den Winkel schon vorbereitet. Der wird noch hier so montiert. Das reicht jetzt hier mit dem Reifen gut zum Vorbeilaufen. Und dementsprechend wird dann hier die Bremse noch drauf geschraubt. Wie man jetzt noch sieht, kann man der Winkel wahrscheinlich entweder nochmal neu bohren. Naja, der hat eigentlich gerade so reichen. Schließt er hier mit dem mit der Außenseite gerade ab. Da können wir ihn auch gerade so lassen. Dann mache ich hier noch der zur Unterstützung dran. Genau, und dann sollte das soweit funktionieren. So, ich verwende hier gerne diese Einschlagmuttern. Habe jetzt hier schon eine gesetzt. Ziehe die jetzt im Prinzip vorher mit dem Hilfswinkel hier erstmal ins Holz und kann dann später der richtige Bremswinkel oder Haltewinkel ja, leichter ansetzen. Und die müssen sich ja erstmal richtig ins Holz neizen hier, die Muttern. Man hat halt den Vorteil, die Dinger sind relativ stabil. Es gibt zwar immer den Fall, dass man mal eine nachschneiden muss. Vom Gewinde her, aber wenn man ein bisschen vorsichtig ist, passiert da nichts. Und jetzt zieht es die hier schön sauber neu. Und das sitzt recht sauber dann. Und hält. Also die haben sich bis jetzt noch nie gelockert. Da müsste man sie ja regelrecht locker drehen und rausschlagen. Mit dem Neischlager ist jetzt hier schwieriger, weil ich ja einfach schon meine Achse jetzt hier montiert habe. Ich könnte jetzt natürlich auch die Achse geschwind wieder lösen,
Was ja noch bei einer Radpanne sowieso der Fall sei. Da habe ich ja ein bisschen unglücklich konstruiert, wenn man das jetzt so will. Aber der Wagen wiegt ja nicht so viel, folglich ist das jetzt ein nettes Thema. Jetzt ziehen wir die hier schön ans Material hin. Die geht also schon ziemlich schwer. So, jetzt haben wir es gleich. Ihr seht also, wie stabil die Mehrschichtplatte ist. Die drückt es also in grenzter Weise zusammen. Aber ich habe getestet das Material. Folglich. Alles gut. So, jetzt hätten wir das. Jetzt kommt das wieder weg. Und dann kommt der große Winkel wieder mal. So Leute, ich habe mal die Bremse montiert, so wie ich euch das vorhin erklärt habe. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass das so gar nicht geht. Weil ich kriege nämlich hier meine Bremsklötzeln gar nicht weit genug hochgeschoben. Platsch. Falsch gemacht. So, dann will ich euch hier nicht dumm sterben lassen. Ihr seht also hier, mein Bremsbelag geht hier nicht weiter hoch. Ihr habt ja hier die Nut, wo man eben verschieben kann. Und wie ihr hier unten seht, komme ich jetzt mit meiner Bremse nicht weiter vor. Weil ich habe ja hier die dicke Platte, die haben wir ja nun so schön vorbereitet mit unseren Einschlagschrauben. Da extra eine Hülse beigelegt. Und jetzt kommen wir aber nicht weiter zurück. Das heißt, ich muss jetzt an dem Material ein bisschen was aussparen, dass ich zumindest eben auch hier so viel schaffe, dass ich meinen Bremsklotz noch auf die Felgen aufkriege. Weil ansonsten brauche ich die Bremse ja nicht mehr. Tja, das ist halt nur blöd. Ne? Das ist alles so schön hier, wenn man jetzt setzt, dass es sieht, extra das Blech noch schön gemacht, wo ich noch hier wieder mit dem Unterboden verschrauben könnte. Ja, hier hebe ich es auch schon so eng, wie ihr seht. Da bin ich auch schon ganz oben. Da hat es auch gerade so gereicht. Aber es hat eben gereicht und hier reicht es halt nicht. Naja, egal. Das kriegt man aber auch gebacken. Wie gesagt, ich mache das jetzt alles nochmal weg. Und spare halt an dem Holz ein wenig aus. Muss dann halt vielleicht eventuell eine Blechplatte noch einsetzen. Beziehungsweise, man hätte ja hier den Blechwinkel, der das wieder übertragen hat. Naja, man muss jetzt probieren. Es lässt sich nicht ändern, es ist halt so. Weil die Achse versetzen ist nur noch der Akt viel größer und ja, vom Platz her reicht es ja hier. Der Reifen ist jetzt voll aufgepumpt. Ich kriege jetzt hier noch den Finger dazwischen. Das langt vollkommen aus. Aber ja, die Bremsklötze müssen an die Felge. Alles andere ist Käse. Ja. Also gut, weitermachen. So Leute, da seht ihr mal, warum ich heute in der Werkstatt stehe. Gerade eben hat die Sonne gescheint. Und jetzt eben hat man wieder Schnee treiben. Also heute bleiben wir mal schön in der Werkstatt. So, wolltet ihr mir zugucken, wenn ich das jetzt vermurks? Ich habe jetzt also hier das Holz angespannt, dass ich brauche ja nur ganz wenig im Prinzip. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich bohre jetzt hier in den Abstand rein. Mal gucken, ob man das noch bringt.
Möglichkeiten, nicht so tief, dass man wieder drinnen rauskommt. So. Jetzt schauen wir mal, ob das reicht. Wir haben jetzt hier im Prinzip eine sogenannte Halbnut hergestellt. So, wo ist meine Bremse? Dahinter. Und jetzt kommt das Teil da rein. Halte mal andersrum. So. Das ist immer schlecht, wenn man das eine Hand hat. Ja, ja gut, hier bauen wir noch ein wenig nach. Das ist jetzt noch ein bisschen schmal, aber das können wir schon mal gucken. Wir müssen dann hier so viel beilegen. Und da oben kommen wir noch, wie man sieht, auf die Felge. Da, wo wir hinwollen. Ne? So, und jetzt muss ich hier mit zwei Händen schaffen, sonst wird das nichts. Ich muss jetzt hier halt im Prinzip noch ein wenig nachbohren. Oder kriege ich es doch so hin? Lass mal gucken. Ja, das wollte ich vermeiden. Gut, jetzt schauen wir mal, ob wir das so machen können. Leute, das sieht gut aus, wollte ich euch bloß sagen. Das sieht sogar sehr gut aus. So können wir es machen. Wir müssen bloß noch die Schrauben passen. Ja, das machen sie auch. Dann müssen wir uns jetzt hier noch eine Zulage zurecht schnitzen. Genau. Also, Operation gelungen, Patient tot. Nee, so sieht's gut aus. Das kriegen wir hin. Hier habe ich jetzt sogar noch ein Loch zum Festschrauben. Seht ihr das? Da habe ich noch einmal ein Loch. Da kann ich jetzt da, weil die sind ja jetzt noch außerhalb von dem Material. Aber das passt so. So muss man es machen, andernfalls geht es anders nicht. Da. Gut, weitermachen. So Leute, wir haben hier also jetzt einen Zentimeter Sperrholz beigelegt. Wie ihr es sehen könnt. Und da ist die Hülse ein wenig versenkt. Dann kriegt die nachher noch ein bisschen an Lack. Wird noch ein bisschen abgedeckt. Das Ding ist soweit stabil und ich kann jetzt hier meine, wie rum müssen wir sie denn überhaupt drehen? Ich glaube so rum. Meine Bremsplätze einstellen. Es hätte zwar noch einmal ein wenig weiter sein dürfen, aber da sind wir. Aber sie sitzen jetzt, sagen wir mal, soweit ganz gut. Zur Not muss man es eben nochmal ein wenig unterlegen, aber ja, das passt jetzt noch schon. Gut, dann probieren wir das mal einstellen. Draußen schneit es immer noch. So, meine Lieben, ich habe jetzt mal einen Zug eingebaut. Angeschlossen ist er noch nicht ganz. Bin jetzt hier durch meinen Rahmen gegangen. Da vorne ist ja der Verteiler. Und jetzt schließen wir das Teil mal an und gucken, ob es dann funktioniert. So Leute, also die Operation Bremse hat jetzt dann doch noch geklickt. Ist jetzt eingestellt und funktioniert soweit. Gut, jetzt müssen sich die Bremsbeläge erst noch einarbeiten. Aber sie arbeitet. Ich
Ich habe es jetzt gerade probiert. Und ja, jetzt schauen wir mal, was noch endgültig wieder der Fahrversuch sagt, so gesehen. Aber meine Beilegaktion hier unten ist soweit auch ordentlich geworden. Jetzt wird das Ding hier noch mit dem Unterboden verschraubt. Und dann ist das soweit fertig. Und dann können wir wieder auf nächstens auf Tour gehen. Hier kann man jetzt überall noch nachstellen. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Und genau. Also, meine lieben Freunde und Abonnenten, somit haben wir wieder einen Tag in der Werkstatt verbracht und hoffen nun auf erfolgreiche Touren mit einer montierten, funktionierenden Bremse. Schauen wir mal, was draus wird. Ich beende jetzt erstmal dieses Video, habe dann in nächster Zeit neues Projekt zu erledigen. Mein E-Bike funktioniert nicht mehr und da werden wir wahrscheinlich auch das andere noch zu sehen bekommen. Somit beschließen wir heute erstmal hier und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, lasst uns loslegen. Bis dahin, euer Radpaddler.